Hallo ihr Lieben, heute mit einem absoluten Eiswunschtest. Snickers Karamell wurde sich auch schon sehr häufig gewünscht hier auf dem Kanal. Deswegen wollte ich heute mal dem Wunsch nachkommen und mit euch zusammen Snickers Karamell testen in der Eisversion. Soll ich eigentlich mal generell mehr Eis testen? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr euch mehr Eis beim Junkfood-Guru wünscht. Wir haben ja gerade Sommer und von daher komme ich diesem Wunsch sehr gerne nahe. Vor allem, weil Eis einen riesen Vorteil hat. Richtig, es kühlt. Und nicht nur das, Eis hat auch immer weniger Kalorien als der Schokoriegel. Nicht immer, aber in dem Fall, bei diesen Snickers-Eiscreme-Riegel oder Mars-Eiscreme-Riegel, hat so ein einzelner Riegel wirklich weniger Kalorien. In dem Fall hat ein Snickers nur noch 175 Kalorien anstatt sonst 270. Und wir können nicht sagen, dass es irgendwie mit einem Genussverlust einhergeht. Ja? Das hier ist ein so ein Snickers-Eisriegel. Ich guck mal gerade, wie schwer so ein Riegelchen denn hier ist. Er könnte ja auch etwas leichter sein und dann wird sich das Ganze auch natürlich erklären, warum es weniger Kalorien hat. Es hat 6x48 Gramm. Nein, er hat eine ordentliche Größe. 48 Gramm ist für einen Schokoriegel wirklich perfekt. Und 175 Kalorien hat es. Hier hinten drauf findet ihr nochmal die Zutaten. Es gibt ja auch normales Snickers. Das wisst ihr. Und Eis. Und jetzt gibt es auch Snickers Karamell. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie entdeckt. Aber wollte ich mal mit euch testen, mal zu schauen, schmeckt es wirklich anders als das Snickers-Eis, was es schon lange gibt. Und genau, schmeckt es anders oder nicht? Eine Frage, eine ganz einfache Frage, die wir jetzt mal direkt klären werden. Ich beiß mal direkt rein und dann zeige ich euch mal, wie es aussieht. Gute Erdnüsse sind dabei. Leckeres Karamell. Wahrscheinlich ist es etwas mehr Karamell als beim normalen Snickers-Riegel. Ich habe schon lange keinen normalen Snickers-Riegel mehr gegessen. Und es wird jetzt nicht Snickers Karamell heißen. Oder das Eis hier unten drunter ist nochmal extra karamellig. Was ist... hier steht es. Eis mit Karamellgeschmack? Ja. Erdnüsse 10% und Weichkaramellstückchen 16%. Interessant. Bisher sehe ich nur Karamell und Erdnuss. Wo ist denn das Weichkaramell? Oh. Ist jemand auch so ein Eis so bekloppt? Ich muss aber so ein bisschen hier oben öffnen. Wir wollen nochmal schauen, was denn hier wirklich drin steckt. Zusammen können wir ja gucken, schaut ja keiner zu hier. Das ist so ein bisschen auch so reif veranstaltet. Da sehen wir ganz, ganz viele Erdnüsse, schon mal ordentlich. Wir sehen das Karamell. Seht ihr das? Nein, hier ist jetzt die Schokolade. Aber das Karamell hat wirklich eine tolle Konsistenz, muss ich sagen. Richtig viel Erdnüsse. Ja, wurde echt nicht mitgespart. Es sieht super appetitlich aus. Es schmeckt auch lecker. Und nur 175 Kalorien für den vollen Snickers-Geschmack. Finde ich mega geil. Schmeckt karamellig lecker. Ganz toll. Ich habe das jetzt im Rewe gekauft. Kriegt ihr beim Prinzip überall. Guck mal, ich glaube, es gibt es auch mal in meinem Angebot. Gab es auch im Angebot für 2,22 € irgendwo? Guck mal. Es gibt es auf jeden Fall auch im Angebot. Ich habe Normalpreis bezahlt, 2,99 €. Finde ich immer noch günstig. Hallo? 6 Eiscreme-Dinger, 2,99 €. Fand ich immer noch günstig. Gibt es bei mir natürlich ein bisschen billiger. Wenn ihr es irgendwo im Angebot seht, schreibt es hier unten in die Kommentare. Ich pinne den Kommentar gerne an, wenn es gerade irgendwo aktuell im Angebot gibt. Wollen wir alle mal so gerne so ein bisschen was sparen. Angebote sind ja ganz schön. Und ja, Snickers Karamell kann ich nämlich empfehlen. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt das Eis hier mit Karamell und diesen wirklich mega geilen Erdnüssen. Ey, wie geil sind denn diese Erdnüsse? Die sind voll lecker. Niemand vom Snickers erkennt. Bekommt das stolze 9 Punkte für Snickers Karamell. Was ist der Unterschied? Es ist mehr Karamell drin. Und wir haben hier, wie es auf der Zutatenliste auch steht, Eis mit Karamellgeschmack. Ja, das Eis hat noch extra Karamellgeschmack. Ich bin begeistert, ihr Lieben. Das war Snickers Karamell. Die restlichen 5 Riegel sind übrigens noch in meinem Kühlschrank. Die habe ich noch nicht angerührt. Die werden aber diesen Sommer auch noch ganz, ganz gern gegessen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, kommentieren und weiterempfehlen, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.